Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es daran, dass wir uns ein bisschen mit dem Thema Raketen beschäftigen. Denn man kann ja einige verschiedene Arten von Raketen basteln und man kann sich zig verschiedene Variationen basteln, wie seine Rakete am Ende entstehen soll, also was sie natürlich bilden soll. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir heute in dem Video, von daher legen wir los. Bevor wir überhaupt anfangen können, uns eine Rakete überhaupt zu basteln, müssen wir ja erstmal verstehen, was gehört denn alles in eine Rakete rein. So. Wir kommen hier erstmal zu den ganzen Effekten, die eine Rakete haben kann. Insgesamt sind es 4 Stück. Kommen wir mal hier gleich zum ersten. Und zwar basteln wir an sich immer für eine Rakete. Hier unten haben wir es, einen Feuerwerkstern. Ich habe jetzt beispielsweise immer die gleiche Farbe genommen, also hellgrün nehmen wir jetzt einfach mal. So, für einen Feuerwerkstern brauchen wir startmäßig eigentlich nur Schießpulver und eine Farbe. Bei uns ist es jetzt grün. Dann haben wir schon, sag ich mal, den Feuerwerkstern. Den könnt ihr jetzt aber beim Craften noch erweitern um Effekte. Da haben wir einmal unsere Feuerwerkskugeln, oder Feuerkugeln eher genug gesagt, nicht Feuerwerk. Die machen jetzt eine große Explosion, dass da ein riesiger Ball entsteht. Können wir uns einmal angucken, ich habe hier schon mal einen vorgecraftet. Bam, ne, da kommt dann so ein riesiger Ball. Dann gibt es den zweiten Effekt mit einer Feder, auch wieder gleiches Crafting-Prinzip. Und wir kriegen auch wieder dann halt diese Feuerwerk-Sternkugel raus. Die unterscheidet sich optisch natürlich gar nicht zu den anderen. Ne, es sei denn, ihr macht natürlich eine andere Farbe rein, dann ist sie natürlich mit einer Farbe her anders. Aber ansonsten sind sie immer von außen gleich. Können wir uns auch nochmal angucken, wenn wir eine Feder für den Craft-Akt benutzen. Zack, da kriegen wir so eine kleine Explosion einfach nur. Das ist so eine zerstreute Explosion, heißt das. Einfach zack, so eine kleine Explosion. Da brauchen wir nur eine Feder für. Gucken wir mal weiter. Jetzt kommt ein Goldklumpen. Goldklumpen sind dafür da, um eine Sternform zu erhalten. Können wir uns auch nochmal angucken. So. Das entsteht mit einem Goldklumpen, einfach so ein einfacher Stern. Und zu guter Letzt gibt es noch den vierten Effekt und das ist mit dem Kopf. Ich habe jetzt hier einfach einen Creeper-Kopf genommen, aber an sich ist dieser Effekt egal, was für einen Kopf ihr nehmt. Also ihr könnt auch einen Steve-Kopf nehmen, einen Zombie-Kopf oder. Ne? Ihr erhaltet immer dann, sag ich mal, eine Creeper-Gesichtsexplosion. Können wir uns auch nochmal angucken. Indem wir das jetzt einfach mit dem Kopf craften, zack, kriegen wir so einen Creeper-Kopf. Und das wären schon die 4 Effekte, die wir nehmen können, um unsere Rakete anders aussehen zu lassen. Und diese Effekte können wir nochmal verfeinern mit 2 Bonus-Effekten. Haha, Bonus. Wir haben einmal einen Glitzer-Effekt mit Glowstone und einen Schweif-Effekt mit Diamante. Glitzer, das lässt das alles so halt richtig so funkeln. Ne, sagen wir, habe ich jetzt beispielsweise mal eine große Kugel genommen. Können wir mal gucken. Also der Craft-Effekt ist immer gleich. Also wir machen halt erstmal an sich einen Feuerwerkstern, legen dazu unseren Effekt und dann machen wir als Bonus noch ein bisschen Glowstone zum Glitzern. So. Gucken wir uns das mal an. Ne? Also ihr seht eine riesige Kugel und die funkelt so. Das würde überall sein, wenn ihr was anderes nehmt. Ne? Auch mit einer Feder, einem Goldklumpen oder so. Würde alles funkeln. Ne? Wir können nochmal hier den Unterschied angucken. So, das ist jetzt hier eine normale Kugel. Ne? Die funkelt nicht. Und hier jetzt mal mit Glitzereffekt. Ne? Seht ihr, die funkeln. So, dann gucken wir noch, was denn der Diamant macht. Wie gesagt, der macht ja Schweife. Und jetzt habe ich hier einen Goldklumpen genommen. Und ein Goldklumpen ist, genau, eine Sternform. So, dann gucken wir uns auch dies einmal an. Ne, da sieht man es auch. Das wird so lang gestreckt. Ne? Also Schweife strecken immer alles ein bisschen länger. So, da können wir auch nochmal hier gucken. Also wir nehmen nochmal hier einen normalen Stern. Ne? Der ist schnell vorbei. Und wenn wir jetzt hier einmal das mit dem Schweif nehmen, seht ihr, da strecken wir den Effekt. Also das heißt, wenn ihr jetzt einen Diamanten nehmt, wird, sag ich mal, eure Rakete länger zu sehen sein. Ne? Also so ein Schweif lässt es einfach ein bisschen länger zu sehen. Dafür ist es da. Gut, dann haben wir schon mal alle 4 Effekte plus die Bonuseffekte rausgefunden. Und ihr könnt das jetzt, sage ich mal, zu einer Rakete craften. Und eine Rakete kann man auch entscheiden, wie hoch sie fliegen soll. Dabei könnt ihr von 1 bis 3 Schießpulver nehmen. 1 ist natürlich Standard, dann fliegt sie ganz normal so niedrig. 2 fliegt sie schon ein bisschen höher. Und 3 ist natürlich das Maximum, wie hoch eine Rakete fliegen kann. Dann braucht ihr noch ein bisschen Papier und natürlich eure Feuerwerkssterne. Bei den Feuerwerkssternen könnt ihr auch zig verschiedene nehmen. Zum Beispiel jetzt hier, wenn wir es auf höchster Ebene haben, könnten wir insgesamt 5 Feuerwerkssterne noch platzieren. Nur halt das, was alles so frei ist, unser Craft-Mini, könnten wir mit Feuerwerkssternen platzieren. Die können auch alle unterschiedliche Effekte haben, sodass am Ende irgendwas entsteht. Hier habe ich jetzt einfach nur einen genommen. Gucken wir uns mal an, wie hoch das fliegt. Hier habe ich jetzt eine Sternexplosion genommen. Ne, guck mal. Boah, so richtig weit nach oben. Warte mal, jetzt können wir hier nochmal gucken. Jetzt nehmen wir nochmal eine, die nur mit 1 Schießpulver hat. Ne, die ist ziemlich niedrig und die hat 3. Und seht ihr, die geht richtig ab. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn wir da mehrere Feuerwerkssterne verbaut haben.
Zum Beispiel habe ich jetzt hier einfach mal drei Variationen gemacht, was man sich so ein bisschen craften konnte. So, meine erste Rakete, gucken wir uns mal an. Oh, das ist irgendwie immer meine Lieblingsrakete, das ist die einzige, die ich immer jemals schon gebaut habe. Und zwar ist das eine Rakete, die eine große Kugel hat mit drei Farben. Das ist jetzt unsere Deutschlandflagge. Und innen drin habe ich noch eine weitere Kugel benutzt, wo ich einfach nur einen Creeper-Kopf habe, auch mit zwei verschiedenen Farben. Der, sag ich mal jetzt, blau-weiß ist. Irgendwie gefühlt immer meine Lieblingsfeuerwerksrakete. Na gut, gucken wir uns mal Nummer 2 an. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Da habe ich einfach mal nur mit unseren Feuerkugeln gearbeitet. Das sind so ein bisschen so diese Konfetti-Raketen. Ne, da habe ich einfach zig Dutzende Farben einfach mal reingenommen. Ne, können wir ein bisschen mal mehr machen. Das ist so eine Konfetti-Rakete, kann man sagen. Ne, da kann man ja unterschiedliche Farben machen. Die können ja auch mal hier so und am Block das mal platzieren. Ne, seht ihr, ganz gut. Richtig wie Konfetti. Und da gibt es noch eine weitere Variation, die man machen kann. Das sind so eine kleine Rakete. Auch wieder in unserer Deutschlandflagge, ne, wo man dann auch einfach nach oben schießen kann. Die habe ich jetzt sogar noch gestreckt mit einem Diamanten. Ne, vielleicht erkennt ihr ja, was das ist. Das war jetzt eine kleine Explosion mit einer Feder. Dann haben wir uns jetzt angeguckt, was man alles so mit Raketen machen kann. Jetzt wollen wir uns aber auch eine craften. Wir haben ja hier eine große Auswahl und ich habe mir alles schon super vorbereitet. Hier in meinen Kisten können wir mal reingucken. So, was wollen wir uns denn craften? Ich würde mir gerne mit Federn eine kleine Explosion machen. Und ich würde das gerne glitzern lassen. Das heißt, ich nehme auch Glowstone mit bei. Dann brauchen wir natürlich noch Schießpulver und die Farben. Was wollen wir da jetzt nehmen? Ich glaube, ich mache eine bunte. Nehme ein bisschen Rot, ein bisschen Blau und ein bisschen Weiß einfach mal raus. Soll eine bunte werden. So, dann gehen wir jetzt hier mal an unseren Crafting Table. Also das Schießpulver brauchen wir durchgehend. Dann nehme ich mir noch meine Federn. Und weil es ein Bonusmaterial ist, muss Glowstone auch noch mit rein. Und jetzt könnten wir natürlich jetzt hier eine rote machen. Eine blaue und eine weiße, immer separat. Und ihr haltet dann immer diesen Feuerwerkstern. Da steht auch immer noch mal drauf, was ihr da habt. Also jetzt haben wir hier eine kleine Explosion. Rot und es funkelt. So, das will ich jetzt aber nicht haben. Ich will jetzt alles in eine haben. Und daher kann ich jetzt hier noch blau mit reinpacken und weiß. So, jetzt färbt sich natürlich jetzt unsere Feuerwerkstern. Das heißt aber nicht, dass die Farben auch alle gemischt werden. Die tauchen da alle einzeln in dieser Kugel auf. Das heißt, wir erhalten jetzt hier nicht dieses Lilane. Ne, da müsst ihr euch jetzt keine Angst haben. Ne? Also ihr seht ja auch Rot, Blau, Weiß. Steht ja alles mit bei. Das wird auch alles einzeln nochmal angezeigt, also es vermischt sich nicht. Gut, dann craften wir uns mal. Wir können auch davon mehrere craften. So, ich mache mir mal, sagen wir mal 4 Stück. Dann brauche ich noch ein bisschen Papier, um meine Raketen zu basteln. Gehe ich hier wieder rein. So, jetzt nehme ich mal einmal mein Schießpulver, dann noch mein Papier und natürlich meine, zack, Feuerwerkssterne. So, jetzt craften wir mal 2 verschiedene. Also, ich will jetzt erstmal eine haben, wo ich nur eine verbaut habe. Die wird jetzt auch niedrig fliegen, weil ihr seht auch hier, könnt ihr sehen, Flugdauer 1. Flugdauer 1 heißt, die ist ganz niedrig. Das kann man auch strecken, indem wir jetzt hier zweimal Schießpulver nehmen. Und da seht ihr, Flugdauer 2, ne, fliegt schon ein bisschen höher. So, die höhere will ich jetzt auch nochmal aufteilen. Und zwar kann ich jetzt hier auch mehrere Feuerwerkssterne benutzen. Halt die Fläche, die ich hier frei habe, kann ich auch dafür nehmen. Und das wird dann auch hier aufgelistet. Ihr seht auch wirklich, was ihr an Kugeln drin habt. Ich könnte auch jetzt noch andere Kugeln craften und die würden dann da auch überall angezeigt werden. Das ist ja ganz nett. Und dann kann man auch sehen, was dann, sage ich mal, in dieser Rakete steckt, die man dann da abschießt. So, ich würde sagen, wir haben hier 3 Kugeln. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier dreimal die Kugel nehmen. Und ihr könnt natürlich auch so richtig, richtig große Feuerwerkskugel machen mit zig Endsachen. Und wenn ihr da dann 7 Stück oder sowas in eine Rakete reinpackt, habt ihr eine endlose lange Liste, wo alles drinsteht. Aber dann ist es auch eine riesige Explosion, was ihr da auslöst. So, dann habe ich die nochmal gemacht. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Also einmal eine kleine. Ne, die funkelt. Ich finde das schick. Ne, das sieht doch gut aus. Und dann nehmen wir nochmal eine größere. Und die funkelt auch. Also dieses Funkeln, das passt ganz gut zu den kleinen, finde ich. Ne, das löst die so ein bisschen auf. Man kann natürlich auch so einen Mix bauen, indem es funkelt und mit Schweif einbaut. Muss man dann aber alles extra machen, weil ihr könnt Diamanten und Glowstone nicht in eine Feuerwerkstern gleichzeitig einbauen. Also das müsst ihr dann separat machen, aber ihr könnt ja mehrere Sterne in eine Rakete basteln. Soweit klar? Ich denke schon, ne? Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze noch einmal bei Nacht an. Denn hier können wir uns nochmal die Raketen ein bisschen besser angucken. Und dabei nehme ich jetzt nochmal hier meine, zack, 3, die ich hier mal vorbereitet habe. Einfach nur, um uns das nochmal anzugucken. Ne, in der Nacht kommt das doch noch ein bisschen besser herüber als natürlich am Tag. So, nochmal eine Partykracher hier. Bäm. Aber die kommen ja richtig gut in der Nacht drüber. Aber die Raketen, die passen, glaube ich, besser hier zu Karneval. So richtige Karnevalsraketen hier. Und nochmal so eine kleine einfach mal. Und ihr seht, es gibt zig verschiedene Sorten von Raketen, Variationen, was man sich da ein bisschen basteln kann. Also, ausprobieren, gucken und auf Silvester sich vorbereiten.
Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß jetzt beim Raketenbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder als Host rein. Und tschüss!